Fraktion so lange brauchen. Das ist nicht im Sinne der Verfassungsväter. Die Abgeordneten dürfen auch ohne neu gewählte Regierung Gesetze beschließen, beraten oder wenn nötig auch bloß mal ihrem Unmut Luft machen. Und heute taten sie das. Es ging um das Bürgerrecht auf Datenschutz gegen die Abhöraktionen britischer und US-Geheimdienste. Das Handy der Kanzlerin ist im großen Zusammenhang einigermaßen wurscht. Wesentlich ist, was sich die Deutschen von ihren engsten Verbündeten gefallen lassen und was nicht. Dazu fragen wir gleich die europäische Justizkommissarin, sprich Ministerin, zurzeit auf Dienstreise in Washington. Vorher die Berliner Debatte, verfolgt von Winnie Hischer. Ich habe mal eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich bei Edward Snowden zu bedanken? Immerhin haben Sie es ihm und seinen mutigen Enthüllungen zu verdanken, dass Ihr Handy wahrscheinlich derzeit nicht abgehört wird. Ob diese Debatte Angela Merkel unangenehm ist, sie bleibt regungslos, nicht mal eine Geste. Zur NSA-Debatte hätte sie reden können, wenn sie gewollt hätte, wollte sie aber nicht. Aber sie weiß, dass sie das Thema nicht ganz ignorieren kann. So nutzt sie ihre Regierungserklärung Stunden vor der NSA-Debatte für ein paar Alibisätze. Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden. Das reicht Hans-Christian Ströble nicht. Frau Bundeskanzlerin, warum ducken Sie sich weg, machen in Ihrer anderen Rede so eine kleine Andeutung und sitzen jetzt hier und hören sich das an? Das ist nicht mutig. Ich hatte was anderes von Ihnen erwartet. Auch Gregor Gysi hat ein paar Spitzen, ein paar Treffer auf seinen Redezetteln. Vordergründig geht es hier heute um das Thema NSA. Aber eigentlich übt sich das Parlament schon in neuer Rollenverteilung. Wer wird in diesem Haus Oppositionsführer? Grüne oder Gysi? Und ich meine, und der Kanzleramtschef Poballa stellt sich dann hin und sagt, das Thema ist erledigt, ist alles erledigt. Wann haben Sie sich denn jetzt mal bei der Bevölkerung entschuldigt und gesagt, wir sind getäuscht worden, wir haben uns geirrt? Sie müssten sich doch wenigstens mal dafür entschuldigen, meine ich. Auch Hans-Peter Friedrich bekommt sein Fett weg. Aber die Union sitzt die ganze Debatte relativ regungslos aus. Irgendwie scheinen alle derzeit größere Probleme zu haben als diese NSA-Affäre. Die Koalitionsverhandlungen ziehen sich wie Kaugummi. Und auch der Innenminister ist immer noch in seiner ganz eigenen Welt, in der nicht sein soll, was nicht sein darf. Die Amerikaner müssen aufklären, sie dürfen sich nicht in Widersprüche verstricken. Das gilt im Übrigen auch für die Vorwürfe, die in den Raum gestellt sind, was die angebliche Abhöraktion gegen das Handy der Frau Bundeskanzlerin angeht. Und ich Sie waren mal die Chefankläger der Regierung in dieser Späh-Affäre. Aber was immer Gregor Gysi da noch an Empörung oder Provokation entfachen wollte, die SPD macht nicht mehr mit, ist mit einem Bein schon in der Großen Koalition. Alle Versuche diesseits und jenseits des Atlantiks, die es gegeben hat, das Geschehene zu banalisieren, zum Kavaliersdelikt herunterzuspielen, das kann und das dürfen wir nicht akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Früher hätte die SPD Pofalla und Friedrich namentlich attackiert. Das war einmal. Deshalb konnte Angela Merkel sich das heute alles ganz ruhig anhören. Vielleicht teilt sie ihre Gedanken in Sachen NSA ja auch irgendwann mal einer größeren Öffentlichkeit mit. Es gab ja noch ein paar Fragen. Deutschland ist zu klein und Europa zu uneins, um bei solchen Fragen ein Gegengewicht zur Weltmacht USA zu bilden. Und trotzdem und unverdrossen ist die Chefin des zuständigen europäischen Ressorts, Justizkommissarin Viviane Reding, in Washington, um den Verbündeten ins Gewissen zu reden. Guten Abend, Frau Kommissarin. Guten Abend, Herr Kleber. Da stellen wir fest, dass die Leitung nach Washington eine lange ist. Haben Sie denn feststellen können, dass die Amerikaner zur Reue und Umkehr in dieser Sache bereit sind?
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es tut sich was. Es ist Bewegung in die Sache geraten, und zwar sowohl im Abgeordnetenhaus, im Kongress, wo die Abgeordnete Gemurre in den Wahlbezirken hören, und die Leute sind einfach aufgebracht über die Art und Weise, wie gehandelt wird von den amerikanischen Geheimdiensten. Und zum ersten Mal seit 3 Jahren, so lange verhandle ich nämlich schon mit den Amerikanern, ist auch bei der Regierung Bewegung zu sehen. Die Regierung will jetzt dafür sorgen, dass bei zukünftigen Gesetzgebungen Amerikaner und Europäer gleich behandelt werden und dass ihre Rechte auf Datenschutz gewährt wird. Das ist nicht unbedingt beruhigend, denn der amerikanische Datenschutz, den die amerikanische Regierung amerikanischen Bürgern gewährt, bleibt immer noch weit hinter dem zurück, was in Europa Standard ist. Ja, und es kommt noch viel schlimmer, denn sogar diesen kleinen Datenschutz, den Amerikaner in Amerika genießen, den genießen Europäer, wenn sie nach Amerika gehen, nicht. Und genau über diese Sache verhandeln wir seit 3 Jahren. Wir möchten nämlich mindestens, dass Europäer denselben Schutz in Amerika genießen wie Amerikaner in Europa. Nun ist es ja so, dass seit dem 11. September 2001, der nicht ganz, aber fast seit diesem Datum, der Patriot Act gilt, das patriotische Gesetz, das den amerikanischen Regierungsbehörden, unter anderem den Geheimdiensten, sehr viel weitere Vollmachten einräumen. Und es wird deutsche Zuhörer und europäische nicht beruhigen, wenn es heißt, in Zukunft fallt auch ihr unter den amerikanischen Patriot Act. Ja, aber dieser Patriot Act soll ja geändert werden. Das haben Kongressabgeordnete mit Änderungsanträgen jetzt auf den Tisch gelegt. Und zugleich hat sowohl Präsident Obama als auch der Justizminister Holder angekündigt, eine große Überholung der geheimdienstlichen Befugnisse zu unternehmen und bei dieser Überholung die Rechte der Bürger zu stärken. Sie denken also daran, dass dieses Gemurre in den Wahlbezirken der Abgeordneten hier in Amerika zu einem Umschwung führen könnte. Europa will ja erreichen, dass die USA mit Europa einen Vertrag abschließen, ein sogenanntes Wir spionieren nicht gegen euch Abkommen. Es gibt Umfragen der Kollegen der ARD, da sagen 92% der Deutschen, wir glauben, wenn die Amerikaner sowas unterschreiben, machen sie heimlich trotzdem weiter mit dem, was sie bisher gemacht haben. Sind Sie da mit mehr Vertrauen in die Amerikaner ausgestattet? Das Vertrauen der Europäer in die Amerikaner hat stark gelitten. Und ich glaube, die Amerikaner haben dies verstanden. Und sie wissen sehr wohl, dass wenn sie wirtschaftlich weiterhin mit Europa in Kontakt stehen wollen, wenn sie ein Abkommen zum Austausch von Gütern und Services schaffen wollen, dann muss dieses Vertrauen wiederhergestellt werden. Ohne Vertrauen geht es nicht. Und deshalb glaube ich, dass ein Umschwung in Amerika kommen wird, wie stark er sein wird und wie schnell er kommen wird, das steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls habe ich seit 3 Jahren zum ersten Mal hier Bewegung in Washington gesehen. Und das, gut, die Sache ist nicht gelaufen, aber es gibt wenigstens einen Anfang, dass Europäer in Amerika auch zu den Menschen gerechnet werden. Und das sagt eine eiserne Datenschützerin, die europäische Justizkommissarin Viviane Reding. Dankeschön nach Washington. Aus Tacloban, dem zu trauriger Berühmtheit gelangten Brennpunkt der